Welcome to Tanakh Talk. I'm your host, William Hall, broadcasting live from Kingsland, Texas, USA, with another episode of Rabbi Tobias Singer's Let's Get Biblical Q&A, coming to you from the Holy Land. Rabbi Tobias Singer, welcome back. How are you, sir? I say that because I want... Ich sage das, weil ich möchte, dass die Leute wirklich den Text anschauen. Ich möchte, dass die Leute den Text wirklich trinken, ihn in sich aufnehmen. Lasst ihn euch erfüllen. Das ist wirklich sehr schön. Lasst uns das genauer anschauen. Wir reden über Daniel 9 und die letzten Verse 24, 25, 26 und 27, die letzten vier Passagen. Was bei dem Anrufer passiert, ich habe großen Respekt vor ihm, dass er den Mut hatte anzurufen, aber er benutzt eine christliche Bibel. Warum macht das einen Unterschied? Also das macht einen enormen Unterschied. Ich möchte das hier erklären. Das Wort Messias erscheint im Hebräischen. Messias bedeutet Messia oder Christus ist einfach nur das Griechische. Also dieses Wort Messias erscheint in den jüdischen Schriften 39 Mal, also im Hebräischen. Es ist da, es ist einfach zu zählen. Um zu erklären, was christliche Bibeln machen, ist das nicht alle christlichen Bibeln, aber viele christliche Bibeln. Ich bin ehrlich hier. Zum Beispiel die Revised Version, the New Revised Standard Version. Aber es sind dieselben Themen, die immer wieder kommen, die den Text verfälschen. Und was sie tun, ist, an 37 Punkten, wo das Wort Messias auftaucht, das hebräische Wort, übersetzen sie korrekt ein Gesalbter. Aber nur hier in Daniel 9, in den Versen, also in den Text, über den wir reden, übersetzen sie das Wort Messias als nicht nur ein Messias, sie betonen es noch stärker. Sie nehmen dort einen Großbuchstaben, also es ist ein großes M, Messias. Öffne die King James Bibel. Ich meine, wenn du eine hast. Also wenn du in Brooklyn wohnst, hast du sicher keine King James Bibel. Da gebe ich dir mein Wort drauf. Was sie tun ist, Nummer 1, dasselbe Wort, das in 3. Mose 5, in Habakkuk 3, Vers 13, übersetzen sie ein Gesalbter. Und dasselbe Wort hier ist Messias. Und dann machen sie ein Hauptwort daraus, obwohl das hier gar nicht steht. Es gibt keine Großbuchstaben in der hebräischen Sprache. Also ist eine total theologisch geprägte Übersetzung. Und das machen sie mit dem Text. Und es wird noch verrückter. Sie nehmen den bestimmten Artikel. Also das ist total verrückt. Also schaut euch an in King James, in Daniel 9, Vers 24, da steht der Messias, der Fürst. Das Wort im Hebräischen steht aber kein der. Hamashiach, der Messias. Also das ist ein Betrug. Und das ist, warum gute, ehrliche, echte Christen diesen Text in der New International Version lesen und sie sind überzeugt, dass das von Jesus spricht und sind überzeugt, dass das jüdische Volk blind ist, dass eine Decke vor ihren Augen hängt und Paulus recht hatte. In 2. Korinther 3 und 4, es ist eine Decke über ihren Augen. Sie können es nicht sehen. Sie können nicht sehen, was so offensichtlich ist. Das ist es, was hier passiert. Weißt du, das ist sehr interessant, was hier passiert. Dass Christen, also es gibt viele nette Christen, die den Juden positiv gegenüberstehen. Es gibt viele nette Christen, die dem jüdischen Volk gut gegenüberstehen. Und sie sind erstaunt, dass die Juden das Offensichtliche nicht verstehen. Es ist doch ihr Buch, ihre Sprache und sie sind kluge Leute. Sie haben so einen Ruf. Warum können sie nicht verstehen, dass Daniel 9 über den Messias spricht? So steht es genau hier in meiner King James. Ich scherze nicht. So fühlen viele Christen. Sie verstehen wirklich nicht, wie ein Volk, das so weise ist und so klug. Es ist ihre Bibel, sie können es lesen, ich kann es lesen, dann sehe ich, dass das Problem, aber sie können es nicht im Original lesen. Juden im Unterschied dazu, also es gibt viele Juden, die eine freundliche Einstellung gegenüber Christen haben.
Juden sagen, ich kann das nicht glauben. Es sind komplett normale, intelligente Leute. Aber sie glauben an Jesus. Und wie können sie nicht sehen, dass Daniel 9 so von der Kirche manipuliert wurde? Sie können nicht mal genau verstehen, was der Text sagt. Wenn man durch den christologischen Filter liest, dann war es halt ein christlicher Übersetzer. Hier hat er recht. Die Übersetzungen sind zum Teil von einer stark christozentrischen Theologie geprägt und das Einfügen des bestimmten Artikels und die Substantivierung entsprechen nicht dem Text. Die christlichen Bibeln müssen die beiden Gesalbten aus dem Text löschen in den letzten Passagen, in Vers 24 bis Vers 27. Da ist einer, der ein gesalbter Fürst ist, ein Meshiach Nagid im Text, im Hebräischen. Und er gibt das Kommando, Jerusalem wieder aufzubauen. Das ist nicht richtig. Er gibt nicht das Kommando, Jerusalem wieder aufzubauen. Es ist dort nur gesagt, dass er kommt. Also vom Ausgang des Wortes, also von der Zerstörung des ersten Tempels, bis wir einen König haben, der ein Meshiach ist, ein Gesalbter, der das Kommando gibt, dass die Juden wieder Jerusalem aufbauen und den Tempel, dauert 7 Jahrwochen. 7 Jahrwochen sind 49 Jahre. Das ist im 50. Jahr. Dazu ist Folgendes anzumerken. Erstens, die Zerstörung des ersten Tempels ist der falsche Startpunkt zur Berechnung der Jahrwochen. Zweitens, er gibt kein Kommando, Jerusalem wieder aufzubauen, sondern vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut würde, Jeremia 25, bis zu seinem Kommen sind es 7 Jahrwochen. So sagt der Text. Nun, denkt darüber nach, meine Freunde, von der Zerstörung des ersten Tempels. Diesen Startpunkt hat er aus dem Talmud. Er ist falsch, denn von 586 vor Christus, dem Datum der Zerstörung des ersten Tempels, bis 70 nach Christus sind es nicht 490 Jahre, sondern 656 Jahre. Die Juden löschen deshalb 166 Jahre aus der Geschichte aus und man nennt das die verlorenen Jahre. Etwas passierte 50 Jahre später. Singer rechnet jetzt, ausgehend von 586 vor Christus, dem Datum der Zerstörung des ersten Tempels, 50 Jahre bis 539 vor Christus, dem Jahr, in dem Kyros das Dekret zum Bau Jerusalems gab. Aber das ist falsch. 49 Jahre später sollte ein gesalbter Fürst kommen und nicht ein Dekret verabschiedet werden. So sagt der Engel in Daniel 9. Etwas passierte 50 Jahre später. Ein Messias kam und er sagt, Juden, geht zurück nach Jerusalem und baut es wieder auf. Geht zurück und baut euren Tempel. Als Kyros im Jahr 539 vor Christus das Dekret zum Bau Jerusalems gab, war er kein Fürst mehr, sondern bereits König von Persien. Aber Daniel 9 sagt, dass ein Fürst komme und kein König. Etwas passierte 50 Jahre später. Ein Messias kam und er sagt, Juden, geht zurück nach Jerusalem und baut es wieder auf. Geht zurück und baut euren Tempel. Wer ist das? Kyros. Woher weißt du das? Es steht da. Wo? Jesaja 45, Vers 1. Es ist tatsächlich Jesaja 44, Vers 28. Das ist das Ende des Kapitels. Und dann 45, Vers 1, der Anfang des nächsten Kapitels. Das ist richtig. Kyros wird in Jesaja 44 und 45 ein Gesalbter genannt. Kyros ist auch in Daniel 9 gemeint. Der Ausgang des Wortes zum Aufbau Jerusalems geschah in Jeremia 25, Vers 1 im Jahr 605 vor Christus. 49 Jahre später kam Kyros, zu Beginn noch als ein Regionalfürst unter Astyages. Jesaja 44 und 45 kündigen an, dass aus einem Gesalbten ein König werden würde, König Kyros von Persien. Als König würde er dann ein Dekret geben, aber nicht vorher. Daniel 9 kündigt nur sein Kommen an. Mehr nicht. Vergesst den Übergang des Kapitels. Es sagt buchstäblich das, was ich gesagt habe. Nein, das tut es eben nicht. Und verrückt, verrückt, verrückt. Ich lasse euch raten, ohne es anzuschauen. Würdet ihr sagen, in Jesaja 45, Vers 1, wo ihr das Wort Meschiach habt, Kyros heißt Koresh, das ist Kyros,
dass er mein Messias ist? Glaubt ihr, dass die King James Bible konsistent übersetzt und übersetzt dort auch Messias mit großem M? Oder sie übersetzen es als Eingesalbter? Denk nach, vor dem Hintergrund, was ich gesagt habe. Denk nach. The New American Standard. Denk nach. The New International Version. Was ich tue, ist, durch all diese Themen zu gehen. Die üblichen Verdächtigen. Wir machen eine Gegenüberstellung der kriminellen Verdächtigen. Die Antwort ist, ihr kennt die Antwort, ihr müsst nicht nachschauen. Sie übertrugen es und übersetzten es korrekt. Genau dasselbe Wort. In Jesaja 45,1 ist Messias übersetzt der Gesalbte von diesen christlichen Übersetzern. Und hier in Daniel, in Kapitel 9, übersetzen sie der Messias. Wo habt ihr das her? Warum tut ihr mir das an? Ihr solltet zurück zu eurem christlichen Buchladen gehen und sagen, ich will es umtauschen. Das Buch gibt vor, eine Übersetzung zu sein, aber es ist es nicht. Das ist eine menschliche, eine... Das ist ein Verbrechen. Das ist eine komplette Verbiegung des Textes. Das ist Betrug. Das ist nicht nur wie, hups, das ist sehr genau überlegt. Da hat er nicht Unrecht. Manche übersetzen der Messias. Jede Übersetzung ist auch Auslegung. Manche Übersetzer unterstellen, Daniel 9 handle von Christus, tut es aber nicht. Es handelt von Kyros nach 7 Wochen und von Antiochus Epiphanes nach 62 Wochen. Aber das glauben weder die Christen noch die Juden. Dennoch, diese Kritik müssen sich manche Ausleger von dem Rabbi gefallen lassen, auch wenn er selbst noch abstruser rechnet. Alle tappen hier im Dunkeln. Nun, was passiert hier? Es gibt 2 Gesalbte hier in Daniel 9. Einer kommt nach 7 Jahrwochen, das bedeutet 49 Jahre. Das ist Kyros, er ist ein anderer als der zweite, weil dieser erste, der ist ein Meschiach Nagid. Nagid heißt ein Fürst. Und ein zweiter, der kommt nach darauffolgenden 62 Wochen, was 434 Jahre sind. Wisst ihr, was die christlichen Bibeln tun? Die christlichen Bibeln fügen das zusammen, aber ich will nicht zu weit hier gehen. Es gibt ein ganzes Kapitel darüber von mir, mit der ganzen Chronologie in Volume 1. Jetzt will er nicht weitermachen mit der jüdischen Sicht. Denn sonst müsste er zugeben, dass in seiner talmudischen Berechnung 166 Jahre fehlen. Er übergeht es einfach. Sie führen es zusammen, dass der Messias kommt nach 7 Wochen und 62 Wochen. Es ist nach 7 Wochen. Und deswegen schauen wir uns den nächsten Vers an. Vers 26. Und nach den 62 Wochen, es heißt nicht nach 69 Wochen, das ist total verrückt, aber ich will euch nicht verlieren, also gehen wir wieder zurück. Auch hier hat er recht, denn Daniel 9 sagt, und nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Aber es heißt nicht nach 69 Wochen. Damit ficht er die christliche Auslegung, die 69 Wochen rechnet, hart an. Er rechnet von Kyros, 539 vor Christus, bis zur Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus. Aber er kann hierzu nur noch die verbleibenden 62 Wochen, 434 Jahre, nehmen, denn die ersten 7 Wochen, 49 Jahre, sind ja schon verbraucht bei der Frist bis auf Kyros. 539 minus 434 ergibt das Jahr 105 vor Christus. Bis 70 nach Christus fehlen dann aber noch 166 Jahre und die löschen die Rabbis einfach aus der Geschichte aus. So einfach ist das. Auch er tappt also im Dunkeln. Der Gesalbte, der ausgerottet wird, nach, also in Vers 26, nach 62 Wochen, 62, es sagt nicht 69 oder 70, 62. Wer ist das? Das ist der Priester. Laut Talmud soll der gesalbte Fürst, der ausgerottet wird, der hohe Priester im Jahr 70 nach Christus gewesen sein. Aber es gab damals mehrere hohe Priester und Fürsten waren sie ganz sicher auch keine. Das passt also auch nicht richtig.
Ihr wisst, dass das Wort Meschiach, der Gesalbte, 39 Mal im Tanach erwähnt wird. Es bezieht sich nie auf den Messias. Es bezieht sich auf eine ganze Menge Leute. Aber sie haben alle gemeinsam, dass sie eine Führungsposition haben. Aber das Wort wird sehr häufig auch für den hohen Priester verwendet, ein Nachkomme Aarons. Er weiß, dass das alles nicht so richtig passt und er redet es sich gerade. Was passierte während des Krieges zwischen Rom und dem jüdischen Volk? In the year 66. Im Jahr 66. Warum ist das wichtig? Weil Daniel dann genauer wird und es wird offenbart, dass in der letzten Jahrwoche, in der Mitte der Jahrwoche, ein Gesalbter ausgerottet werden wird. Wer ist der Gesalbte? Das ist nicht der Messias. Es bedeutet, dass die Priesterschaft ausgerottet wurde. Der hohe Priester, raus. Laut Talmud wurde der Priesterschaft in der Mitte der 70. Jahrwoche durch angeblich eidbrüchige Römer der Zugang zum Tempel verweigert. Das sei in Daniel 9 mit der Bezeichnung ausgerottet gemeint. Aber das passt auch nicht, denn wenn jemand am Sabbat arbeitete, sollte er nach dem Gesetz ausgerottet werden. Das meint den Tod und nichts anderes. Singer und die Rabbis müssen sich auch an eine konsistente Auslegung halten, nicht nur die Christen. Außerdem sagt Daniel 9 nicht, dass ein Gesalbter in der Mitte der Jahrwoche ausgerottet würde, sondern nach 62 Wochen. Ich bin ein Priester, aber ich kann keine Opfer darbringen. Mir ist es erlaubt, Opfer darzubringen, wegen meiner Herkunft, meiner Familie. Ich hoffe, dass der Messias sehr bald kommt und dass ich dann im Tempel bin und Opfer darbringe. Aber heute kann ich das nicht. Das Einzige, was ein Priester heute tun kann, ist nur, die Verbote zu erfüllen, die Dinge, die nicht erlaubt sind. Es ist mir nicht erlaubt, zu einem Toten zu gehen. Ich kann das nicht tun, weil ich sonst keine Opfer bringen kann. Das heißt also, die Priesterschaft, also diese 130 Gesetze, die in der Tora allein mit dem Opferdienst in Verbindung stehen, werden heute nicht weitergeführt. Das Judentum ist die einzige Religion der Welt, die ihre Religion nicht ausüben kann, weil sie ohne Tempel das Gesetz nicht ausüben können. Das meint er hiermit. Also es ist richtig, dass der Tempel zerstört ist. Und ich möchte hier noch etwas ansprechen. Denn es gibt einen Punkt in der christlichen Tradition, dass Jesus im Jahr 30 oder 33 getötet wurde. Warum das so unterschiedlich ist, ist nicht wichtig. Sagen wir, er wurde 30 nach Christus gekreuzigt. Sie sagen, das bedeutet, der Messias wurde ausgerottet. Aber der Tempel wurde damals nicht zerstört. Tatsächlich wurde der Tempel erst über 5 Jahrwochen später, also 40 Jahre später, zerstört. Also das funktioniert nicht. Er meint damit, Jesus starb nach talmudischer Rechnung zu früh. Jesus starb ca. 30 nach Christus. Aber bis zur Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus dauerte es noch 40 Jahre. Also starb Jesus zu früh, um nach talmudischer Rechnung der Gesalbte sein zu können. Ich meine, Jesus wurde getötet im Jahr 30, aber der Tempel steht noch weitere 40 Jahre. Tatsächlich waren die Kirchenväter unter großem Druck, erklären zu können, warum der Tempel nach Jesu Tod noch weiter bestand. Weil in der paulinischen Theologie und was wir im Hebräerbrief finden, gibt es überhaupt keinen Grund mehr, warum der Tempel noch weiter hätte existieren sollen. Er hätte zerstört werden sollen. Das hätte nach Vorstellung der christlichen Denker passieren müssen. Alle denken das. Mit dem Tod Christi zerriss der Vorhang zum Allerheiligsten von oben nach unten. Das war ein Hinweis darauf, dass Gott selbst das getan hatte. Denn der alte Bund war mit dem allgenugsamen Opfer Christi beendet und der Tempel nicht mehr nötig. Seitdem fristete er als leere Hülle, als Überbleibsel und Zeugnis einer beendeten Religion sein Dasein. Die Juden haben ihn dann vollends entweiht, als mehrere Parteien in härtesten gegenseitigen Kampfhandlungen um die Macht in Jerusalem den Tempel mit ihren eigenen Katapulten beschossen und das Blut der Opfernden mit dem der Opfertiere vermischt haben. Quelle: Flavius Josephus, Der jüdische Krieg.
Sie behaupten, dass Jakobus der Gerechte so rechtschaffen war, dass der Tempel noch weiter stand. Also wenn er dann starb, dann wurde er komplett zerstört, aber ich möchte da nicht weitermachen. Also was wir haben die letzte Woche, bevor der Tempel zerstört wird. Denkt drüber nach. Also von 63 bis 70, der zweite Tempel wurde 70 zerstört. In der Mitte der Jahrwoche, wir gehen in die letzte Passage von Daniel 9. Was ist die Hälfte der Jahrwoche? Was ist die Hälfte von 7 Jahren? 3,5 Jahre. Was passierte 3,5 Jahre bevor 70 nach Christus? Die Juden waren im Krieg mit Rom. Was war das Ergebnis? Der Tempel wurde zerstört. Die Priesterschaft wurde ausgerottet. Die komplette kirchliche Rolle und Funktion der Priesterschaft wurde beendet. Das ist genau das, was passierte. Nachdem der Tempel zerstört wurde, als er weg war, als er abgeschnitten wurde, der göttliche Schnitt, das bedeutet, dass die kinetische Energie, die potenzielle Energie, plötzlich freigegeben wird. Jetzt kann der Messias kommen. Denkt daran, wenn eine der Aufgaben des messianischen Zeitalters das Kommen des Messias ist, der Bau des Tempels, siehe Hesekiel 37, die letzten drei Verse, siehe Hesekiel 40 bis 48, eine der Aufgaben, die der Messias hat, wenn er kommt, ist, den Tempel wieder zu bauen. Das steht deutlich im Tanach. Und die Wiederherstellung des Opfersystems, Hosea 3, 4 und 5 und so weiter. Der Messias wird nicht kommen, wenn der Tempel noch steht. Er wird kommen zu einer Zeit, wenn der Tempel zerstört ist. Deswegen ist Jesus nicht mal qualifiziert, der Messias zu sein. Er kam zur falschen Zeit. Das stimmt so nicht. Jesus kam nicht zur falschen Zeit. Die Rabbiner haben falsch gerechnet. Aber wer gibt das schon gerne zu? Weder die Rabbiner noch wir Christen. Christus ist in diesem Text in Daniel 9 nicht gemeint. An anderer Stelle in Daniel finden wir ihn, aber in Daniel 9 ist die Rede von zwei anderen gesalbten Fürsten, von Kyros und von Antiochos Epiphanes.